Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Christus ist bei uns. Ja, er ist in unserer Mitte. Wir feiern gemeinsam Sonntagsgottesdienst und ich darf euch alle herzlich begrüßen und einladen zur Heiligen Messe. Der Kinderchor ist heute da. Am Faschingssonntag, um für uns zu singen, da freuen wir uns. Wir haben auch Kontakt mit der großen Welt. Alle, die über Internet mit uns verbunden sind und mitfeiern, begrüßen wir herzlich hier aus Burgstall. Ich denke gerade an eine kleine Feier. Ich war bei einem Gottesdienst während der Woche einmal auswärts, denn ich gehe in die Heilige Messe und komme dorthin, dann kommt der afrikanische Pfarrer heraus und zwei waren noch da aus der Slowakei, eine junge Frau mit ihrem Freund, kein Deutsch. Ich habe auch mitgefeiert, wir waren zu viert. Ich war der Einzige, der die Messe antworten konnte, eine kleine Gemeinschaft in einer großen Kirche. Da dachte ich mir, oje, das ist armselig. Ich freue mich, dass heute so viele da sind, wenn wir miteinander feiern, um Christus in unserer Mitte zu spüren, der uns berührt und der uns Freude schenken will. Herr, du bist in unserer Mitte, du bist der Geber der Herzensfreude. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, deine Liebe ist grenzenlos, sie umfängt all unser Bemühen, Scheitern und alle Erfolge. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, du nährst uns im heiligen Brot und sendest uns, damit wir Freude bringen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allgütige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns Sünde und Schuld nach und führe uns in diesem Leben und einmal heim ins ewige Leben. Preis und Ehre Gott dem Herrn. Preis und Ehre Gott dem Herrn. Friede soll den Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir danken. Beten an den Namen dein. Jesus Christus, lasset uns beten. Guter Gott, du liebst alles, was du geschaffen hast. Und es ist deine Freude, bei uns Menschen zu sein. Gib uns ein neues, ein bereites Herz, das offen ist für dich und deine Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Gebt weder Juden noch Griechen noch der Kirche Gottes Anlass zu einem Vorwurf. Auch ich suche allen in allem entgegenzukommen. Ich suche nicht meinen Nutzen, sondern den Nutzen aller, damit sie gerettet werden. Nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm: Sieh, dass du niemand etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch auf einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn und Bruders Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gottesdienstgemeinschaft, wir haben gerade gehört von einem Kranken, einem Aussätzigen, der von Jesus geheilt wird, und der hat eine Bitte mitgehört: Bitte von Jesus, sag nichts weiter, damit ich mich dann noch bewegen kann, sonst wollen alle mich berühren und alle mich sehen und alle heil werden. Bitte sei ruhig, erzähl niemand davon. Und er hat es nicht geschafft. Er war natürlich, wenn er geheilt wird, wenn etwas in seinem Leben heil wird, so begeistert, so glücklich, so froh, das musste er weitersagen. Es ging gar nicht anders, und überall, wo er war, hat er erzählt, was ihm geschenkt wurde und mit ihm geschehen ist. Jesus muss sich dann fast verstecken und weggehen, damit nicht alle ihn bedrängen und ständig bei ihm sein wollen. Der muss eine tiefe Freude gespürt haben, eine Begeisterung, die er weitersagen musste. Dass heute um Freude geht, ist ja nicht schwer zu erraten am Faschingssonntag. Es gibt ja mehrere Arten von Freude. Das eine ist die Faschingsfreude, eine Gaudi, die nicht immer nur ganz echt ist, oft hinter Masken versteckt ist, eine Gaudi-Faschingsfreude. Wir kennen sie alle, wir erleben sie, wir lieben sie, und manchmal ist es ein bisschen mühsam. Die andere Freude ist die Schadenfreude, wenn man sich fast freut, dass andere irgendwie ein Pech hatten und Schwierigkeiten haben. Keine gute Freude, aber auch die gibt's leider. Und eben die Begeisterung, die Freude, die eine Herzensfreude ist, die so gut ist, so wohl tut und so gebraucht wird. Wenn wir heute sagen, dass wir im Gottesdienst auch beisammen sind, in Gemeinschaft mit den Leuten und mit Jesus, dann kann man uns nur wünschen, dass wir eine Herzensfreude spüren, dass wir angerührt werden von manchem Wort, einer Melodie, von den Kindern, und aufatmen und uns freuen und so eine Freude spüren, die man auch weiter sagen muss. Hast du schon gehört? Ich wünsche uns Herzensfreude, die gut tut und die wir anderen weiterschenken, weil Gott uns oft braucht für andere, damit Freude in der Welt aufblüht und Menschen glücklich macht. Amen. Wir sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitze zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Guter Gott, du willst, dass wir Freude spüren und Freude schenken. Wir beten zu dir. Guter Gott, wir bitten um Freude und Aufmunterung in der Gemeinschaft, wenn Traurigkeit herrscht. Wir bitten dich, erhöre. Guter Gott, wir bitten um Einheit und Frieden, wenn Zerrissenheit droht. Wir bitten dich, erhöre. Guter Gott, wir bitten um Zuversicht und Fürsorge, wenn wir Leid erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten um Toleranz und Verständnis, wenn es Ausgrenzung gibt. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten um Mut und Hoffnung, wenn Angst sich breit macht. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten um eine lustige Faschingszeit mit Freunden und in der Familie. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten für unseren Täufling Anita Spitzer, ihre Eltern und Paten um deinen reichen Segen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten für unsere Verstorbenen, Eltern Hofmacher, Brüder Irmgard und Schwager Sepp, Gattin, Mutter, Groß- und Urgroßmutter Johanna Zeller, Verstorbene der Familien Zeller-Schönbichler, Vater Karl Winter, Opa Hans Mader, Großeltern Winter Halbertschlager und besonders für den letzte Woche verstorbenen Herrn Josef Zufall. Führe sie in deinen ewigen Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. So bitten wir vertrauensvoll durch Christus, unseren Herrn. Selber an.
Lasset uns beten. Lebendiger Gott, du schenkst uns deine Freude, die uns aufrichtet und Mut macht. Wir bringen heute in der Feiertagseucharistie unser Leben mit Freude, aber auch Leiderfahrung, Brot und Wein als Zeichen unserer Existenz. Wandle uns um diese Gaben, so bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, ewiger Gott, denn durch die frohe Botschaft, die dein Sohn verkündet, hast du Menschen aus allen Völkern und Sprachen zur Gemeinschaft der Kirche vereint. Sie lebt aus der Kraft deines Geistes und sammelt die Menschen zur Einheit. Sie bezeugt deine Liebe und öffnet allen das Tor der Freude. So wird die Kirche zum Zeichen deiner Treue, die du uns für immer versprochen hast. Darum preisen dich Himmel und Erde, und mit der ganzen Kirche bekennen wir zum Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, Hosanna in der Höhe. Heilig, heilig, Hosanna, großer Gott. Ehre und Himmel sind deiner Ehre voll. Sing, Hosanna, Gott in der Höhe. Heilig, heilig, Hosanna in der Höhe. Heilig, heilig, Hosanna, großer Gott. Hochgelobt sei, wer kommt in Herrlichkeit. Sing, Hosanna, Gott in der Höhe. Heilig, heilig, Hosanna in der Höhe. Heilig, heilig, Hosanna, großer Gott. Wir preisen dich, ewiger Gott. Du bist immer mit uns auf dem Weg. Besonders wenn Jesus, dein Sohn, uns versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht uns das Brot. Darum bitten wir dich, gegenwärtiger Gott, sende deinen Geist über uns und über Brot und Wein, damit Jesus Christus in unserer Mitte gegenwärtig wird. Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank. Er brach das Brot, reichte es den Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch den Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Freuen wir uns über dieses Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Gütiger Gott, wir feiern das Gedächtnis unserer Versöhnung und künden das Werk deiner Liebe. Dein Sohn ist durch Leiden und Tod hinübergegangen in das neue Leben, er ist auferweckt zur Herrlichkeit. Schau auf unsere Feier, auf Christus, der sich hingibt und uns in seiner Hingabe den Weg öffnet zu dir, unserem Gott. Barmherziger Gott,
Schenke uns den Geist der Liebe, den Geist deines Sohnes, damit die Kirche in unserem Land zu neuem Leben erstarke. Festige das Band der Einheit zwischen allen Mitgliedern deiner Kirche. Gib, dass die Kirche mitten einer zerrissenen Welt ein Werkzeug im Dienst der Einheit werde. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben niemand so kennt wie du, und führe sie zur Auferstehung. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns auf in dein Reich, wo wir für immer die Fülle des Lebens erwarten. Lass uns in Gemeinschaft mit Maria und Josef, den Aposteln und Blutzeugen und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 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 Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden für unsere Tage. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Unser Herr hat gesagt, Frieden hinterlasse ich für euch, von meinem Frieden gebe ich euch. So beten wir heute. Herr Jesus Christus, du bist in unserer Mitte. Schau auf unsere Lebenswege, auf unser Reden, Denken und Tun. Schenk uns von deiner Freude und deinem Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Reichen wir einander die Hände oder schenken wir uns andere Zeichen des Friedens und der Versöhnung? Seht das geteilte Brot. Es ist Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Aussätzige fiel vor Jesus auf die Knie und rief: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde.
ewiger Gott, du Spender aller Freude, du hast uns das Brot des Himmels geschenkt. Erhalt in uns das Verlangen nach deiner Liebe und deiner Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir hören noch die Pfarrmitteilungen für die kommende Woche. Dienstag ist Faschingdienstag keine Feixenmesse. Aschermittwoch ein streng gebotener Fasttag. Um 7.10 Uhr ist Morgenlob und Ausstellung des Aschenkreuzes in der Volksschule im kleinen Turnsaal. Wir laden dazu die Kinder besonders ein. Und an die beiden Messen 8 und 19 Uhr mit jeweils auch der Austeilung des Aschenkreuzes. Donnerstag, 13.30 Uhr, ist Begräbnis für Herrn Josef Zufall. Immer in der Fastenzeit ist Kreuzweg um 7.30 Uhr jeden Freitag und immer am Sonntag 14 Uhr Kreuzweg und eucharistischer Segen. Nochmals zurück zum Fasching. Gestern war schon zweimal die Aufführung des Faschingstheaters. Heute noch einmal zweimal um 14 Uhr und um 20 Uhr bunte, lustige Einakter, Sketches, Musikshows, also alles gibt es da drüben zum Anschauen im Pfarrheim. Wer Zeit hat, kommt, es zahlt sich aus. Es sind fast 3 Stunden mit viel Lustigem und Gaudi und Faschingsfreude. Und morgen dann noch einmal am Faschingmontag um 14 Uhr für die Pfarrsenioren. Faschingdienstag, wie jeden Dienstag, Suppentreff im Pfarrheim von 12 bis 14 Uhr. Mittwoch, Aschermittwoch, lädt der Sozialkreis der Pfarre zum Fastensuppenessen von 11 bis 14 Uhr ins Pfarrheim herzlich ein. Die Spenden kommen der Aktion der katholischen Frauenbewegung für benachteiligte Frauen in den Ländern des globalen Südens zugute. Freitagabend nach der Abendmesse um 19.30 Uhr ist Filmabend zur Schlesienreise im Pfarrsaal. Wir waren 3 Tage in Schlesien, letztes Frühjahr, davon gibt es jetzt den Filmabend zum Mitschauen und Nachschauen. Alle sind eingeladen, die sich dafür interessieren. Samstag 14 Uhr, Jesus-Nachmittag mit den Firmlingen im Pfarrsaal. Nächsten Sonntag, 18. Februar, lädt der Kameradschaftsbund in Gedenken an Benefiziat Franz Eder nach der ersten Messe, also um 9 Uhr, zum Gang zur Stalingrad-Kapelle und zur Andacht herzlich ein. Die Kirchenrechnung 2023 wurde in der Pfarrkirchenratssitzung genehmigt und liegt bis nächsten Sonntag in der Pfarrkanzlei zur Einsicht auf. Musiker Vocalis lädt ein, alle Sängerinnen und Sänger und alle, die jetzt neu einmal kurz starten möchten zum Mitsingen. Die Probenarbeit für das Hochamt am Ostersonntag beginnen jetzt. Sängerinnen und besonders auch Sänger sind eingeladen, an diesem Projekt teilzunehmen, eben für einige Wochen bis Ostern mitzusingen bei Musica Vocalis. Die Proben sind immer normalerweise Freitagabend 19.30 Uhr, aber die erste Probe jetzt nach dem Fasching ist am ersten Fastensonntag um 19.30 Uhr. Also wer einsteigen will, einfach kommen für das Osterhochamt zum Mitsingen. Eine Bitte, wenn ihr Palmzweige zur Fertigung von Palmbuschen wo wisst oder habt, bitte dem Pfarrer Bescheid sagen oder beim Herrn Kaiser in Schauboden. Ein Dank geht unserem Kinderchor, Cantanti Piccoli, Carina und Hanna und Froni fürs Begleiten und den Kindern fürs muntere Singen. Danke, dass ihr da seid und immer wieder unser Messen auch verschönert mit eurem Gesang. Dankeschön. Ja, was wäre ein Faschingssonntag ohne Faschingspredigt? Die gibt es auch noch. Ich nehme an, die Michi ist schon bereit. Wir begrüßen dich und bitten um deine und eure Faschingspredigt. Weißt du schon, der liebe Gott hat Telefon. Du kannst mit ihm reden, er hört dir zu. Er wird niemals sagen, nun gib endlich Ruhe. Kein Anschluss unter dieser Nummer, das gibt es bei ihm nicht. Er kennt deine Nummer,
er kennt deinen Kummer, er kennt dein Gesicht. Hallo Hanni, es geht grad gar nicht. Weißt du schon, der liebe Gott hat Telefon. Jetzt rufst du schon wieder an. Was ist leicht so dringend? Ja, Michi, du hast mich ja gefragt, ich soll dir Ideen bringen für deine Faschingspredigt. Mir ist gerade so viel eingefallen, was passen könnte für die Predigt. Und ich muss dir das gleich sagen, sonst vergiss es wieder. Hanni, ganz schlechter Zeitpunkt. Nein, jetzt. Du musst mitschreiben. Und zwar das Thema ist ja im Vorgemeinderat Kirche 2030. Und da sollt ihr ja Ideen bringen, wie man Jugendliche, Schüler, Familien mit Kindern zum Kirchengehen animiert. Da ja eher wenig Jugend in der Kirche ist, muss das ja einen Grund haben. Du Michi, stell dir das vor, mir ist eingefallen. Was, wirklich? Ich kann aber gerade nicht reden. Ja, in Wahrheit ist die Kirche schon wieder renovierungsbedürftig. Die kehrt umbaut. Weil für die Jungen ist in der Kirche gar nichts da und die ist komplett veraltet. Geh, wenn es eh so schön geworden ist. Die Leute kommen von weit und breit unsere wunderschön renovierte Kirche anschauen. Ja, das stimmt schon. Aber für die Jugend ist nichts da. Stell dir das vor. Es wäre beidseitig eine Rolltreppe, auf wie zur Orgel. Na, da tat sich die Kanermagit gefreien. Die kleinen Brunnerleute taten auch auf und auf fahren die ganze Zeit. Und die Kirche war gesteckt voll. Wer jedes kleine Kind gern Rolltreppen fährt. Denen Schülern taugt das, die fühlen sich wie im Shoppingcenter. Und für die ältere Generation wäre das eine Wahnsinnserleichterung. Ich sag das, Michi. Die oberen Bereiche erwarten in alle drei Messen mit Sicherheit immer gesteckt voll. Du, und ich habe mich schlau gemacht. Rolltreppen in der Kirche, das gibt's nur in Kanada. Dann stangen in der Nön, im Dom vom Erlauftal, fahren die Geistlichen im wahrsten Sinne des Wortes nach oben. Oh, glaubst, kriegt dann auch der Leichtfeldbeter einen Treppenlift zur Kanzel? Ah, das ist sicher machbar. Der Peter ist auch nicht mehr der Jüngste. Du, und dann die drei Messen. Die Jugend heutzutage, die will nicht gebunden sein. Die wollen in die Kirchen gehen, wenn es für einer passt. Und wenn es zwei in der Früh ist, noch ein Festl. Die Kirche müsste 24/7 offen sein. Das heißt, rund um die Uhr. Wir Einkaufer. Das kann ich auch 24 sehen. In so gut wie an jedem Hofladen. In der Pizzabox, beim Bowlingcenter, beim neuen Hubladen, die Cars hinten beim Fabris und wahrscheinlich auch beim neuen McDonalds, der was im Würstelstand ersetzt. Und sogar in jedem Onlineshop. Drum braucht die Kirche einen Fingerprint oder einen Codetaster bei der Kirche dir. Damit die Burgstaller mit der Versicherungskarte jederzeit in der Kirche verweilen können. Kein Mensch hat mehr einen Schlüssel für sein Haustier. Ich schon und auch der Petrus zum Himmelstor. Du Michi, das nächste ist das WLAN. Die Jugend kommt doch ohne WLAN überhaupt nicht mehr aus. Von wo soll ich mir leicht schon wieder das Kavi hernehmen und verlegen? Michi, ein drahtloses Netzwerk. Dass die Kids sofort alles posten können. Auf Insta, Facebook, eine Story machen, Snapchat und so weiter. Die ganze Welt wird mitkriegen, wo sie gerade sind und was sie gerade tut. Aha, so ist das. Gar keine blöde Idee. Aber ich muss jetzt wirklich auflegen. Wart, wart, ein wenig, was weiß ich noch. Nun nicht auflegen. Du, was glaubst du, wie die Jugend sitzen? Auf keinen Fall in einer kalten Kirche auf die harten Kircherbank. Die wollen chillen und auf einer Lounge sitzen. Super war es, gemütliche Sofas anstatt der Sesseln auf der Seite. Ich sag's dir, da tat sich die Frau Glösel und der Herr Reisinger gefreien und der Metzingerflur mit seiner Familie, da hat sich's auch gut gelassen.
Meinen Sie dann so wie beim Pfingstfestival in Wieselburg? Ja, zum Beispiel. Und cooler war er da, wenn die alten Kirchenlieder durch was Moderneres ersetzt werden. Es muss einfach ein frischer Wind rein. Wir brauchen den DJ Tony. Wenn meinst du vielleicht da schon wieder in Saarbrügel, Anton? Ja, der wird zum DJ Tony mit seinen Jungmusikern, die ihre Talente herzeigen und zur Abwechslung einmal modernes Lied spielt. Aha, so ist es. Auf das habe ich schon wieder nicht gedacht. Ja, mich und das Nächste, die Bettbücher. Tablets müssen her. Die Umbladlerei, das ist ja ganz veraltet. Es muss im Hintergrund schon alles gemanagt sein. Wann die Lieder kommen, welche Strophen, dass wir singen, das sollte alles automatisch aufscheinen. Da brauchen wir wirklich einen alten Hase in der Kirche, der das kann. Mir fällt da auf Anhieb der Chris Hans ein, mit seiner 70-jährigen Erfahrung. Aber jetzt muss ich wirklich einmal auflegen. Hey, weißt, ich hab mir nur überlegt, es gibt vielleicht noch andere Gründe, warum die jungen Leute nicht in die Kirche gehen. Geh, welche Gründe gibt's vielleicht da nun? Ja, sie wissen ja gar nicht, aus welchen Inhaltsstoffen das Leib Christi ist. Und ob der Messwein bio ist und histaminfrei, das ist ihnen voll wichtig. Die ganzen Unverträglichkeiten, die Allergene, glutenfrei, Laktoseintoleranz, Demeter und so weiter. Ja, an das habe ich auch schon wieder nicht gedacht, was es alles gibt. Und weil wir gerade dabei sind, der Weihrauch, der könnte ja eine Lungenreizung auslösen. Der gehört doch in einen Diffuser. Hat da jeder Haushalt daheim auf Knopfdruck flüssiger Weihrauch vernebelt. Nicht so ein 7000 Jahre altes Kerndl. Aber die heiligen drei Könige bringen das ja ein Jesuskind. Du und Michi, wenn die Kirche aus ist, wollen sie sich zusammensitzen, die Jungen, und drüber reden, was sie gerade erlebt haben. Die Predigten vom Pfarrer, die sind wirklich alle gut und zum Nachdenken. Und er predigt auch so, dass man es versteht. Wie die Zeit, wie die Erstkommunionskinder die Vorstellungsmesse gehabt haben, da hat er das Evangelium so erklärt, dass er ich verstanden habe. Und darum wollen sie hinten nachher reden drüber. Auch über die ganz besonderen Predigten von Herrn Diakon Franz. Und vielleicht über das Evangelium, was der Peter von der Kanzel verkündet. Und natürlich über vieles mehr. Meinst du so einen Podcast? Ja, genau, einen Podcast. Man hört es ja eh auf und an im Radio. Der Podcast Award, unser Thema, die Pfarre Burgstall 2030. Geile Idee, oder? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, Junge zu animieren. Zum Beispiel einfach nur Bekannte treffen im Pfarrheim. Das ist ja eh offen für alle. So eine Art Frühschoppen. Ähnlich dem Pfarrcafé, wenn eh keine Wirt mehr offen haben. Stimmt. Ja, darum haben wir ja auch den Suppentreff. Es muss alles ein wenig moderner werden. Auch der Pfarrer, der braucht eine Smartwatch, wo er einreden kann. Zum Beispiel, wenn er im Mittelgang steht, unter dem Adventkranz, und er sagt, Mesner Josef, den Adventkranz tiefer, noch tiefer. Ja, das sagt mir Gerhard auch immer. Wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann gehst du mit der Zeit. So ist es halt in der Witte in Scheps. Michi, und das schreibst du auch noch auf. Die echten Kerzen aus Wachs, mit Docht und der echten Flamme, was die Ministranten tragen beim Evangelium und wenn sie neben die Kommunionsspender stehen. Ich denke nur an meinen Hannes. Wie gefährlich ist euch das? Ich sag nur, Brandrisiko auf höchstem Level. Und immer diese Kerzen nachkaufen. Hast du schon wieder eine neue Idee? Ja, sicher. Kerzen mit einem LED-Lamperl. Das, was echt ausschaut, jedoch mit einem Ladegerät zum Aufladen ist. Strom macht eh die Photovoltaik.
Und außerdem tröpfelt kein Wachs mehr auf die Kirchenböden. Das freut den Pfarrer und die Kirchenputzer. Ja, stimmt. Find's eh schon schwer wer zum Kirchenputzen. Ja, und das mit dem Klingelbeil. Das ist auch so ein eigenes Thema. Wer tut wann, wo ansammeln? Dann holen sie dir so eine Stangl vor die Nosen. Du kannst gar nicht mehr aus, wenn du einmal nichts eingesteckt hast. Oder vielleicht nur ein Grasgeld, einen 20er oder einen 50er. Den schmeißt halt dann rein, sonst schaut es auch blöd aus. Aber ich glaube, das wird sich eh aufhören bis 2030. Da gibt es sowieso kein Bargeld mehr. Da muss er sich eh was einfallen lassen, der Pfarrer. Zahlen mit Bankomatkarte. Oder gleich mit dem Handy. Oder mit der Smartwatch. Kontaktlos, das ist die Zukunft. Nein, das glaube ich ist nichts für Burgstall. Denn wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt. Ja, stimmt. Das ist wie beim Pfarrfest. Das kommt extrem gut an. Aber die Jungen, da sieht man, da sind alle live dabei. Hanni, danke. Das sind voll super Ideen. Ja und Michi, erzähl mir, wann muss die Faschingspredigt im Pfarrer präsentieren? Danke Hanni, es hat sich somit erledigt. Ja, es gibt immer was zu tun. Ich glaube, wir müssen anfangen mit den Monatssammlungen, wenn wir was ansparen für die nächste große Renovierung, die ansteht. Pfarrgemeinderätin Michaela, vielleicht dann die Pfarrerin Hanni, die werden das dann managen und machen. Liebe Hanni, liebe Michaela, danke fürs Vorbereiten der heiligen Faschingspredigt und fürs uns erklären und erzählen. Vergelt's gut, danke. Ja, puh, da wird noch einiges auf uns zukommen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen, lustigen Faschingssonntag. Vielleicht sehen wir uns auch dann drüben, Nachmittag oder auf die Nacht beim Pfarrfasching. Und dann wieder ja, einen Start in die neue Zeit, die uns die Herzensfreude ganz neu schenken möge. Erbitten wir Gottes Segen für uns, die wir heute feiern. Auch danke für die Kinder noch einmal, für das Singen. Und denken wir auch an die Menschen, die es nicht lustig haben, die krank sind oder Sorgen haben. Der Herr ist mit euch. Es segne uns alle, der in der Liebe mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht heim und bringt seinen Frieden. Wir nehmen nur kurz Platz für das letzte Lied unseres Kinderchors.